Daniel kommt in die Boxengasse. Wie so viele andere. Nee, nicht wie viele. Okay. Damit haben wir schon mal 3 Plätze geholt. Aber er braucht keinen Stopp mehr, fährt jetzt mit Mediums zu Ende. Bonjour ist auf Mediums, sprich er geht am Ende auf Softs. Warum hätte ich es auch eher gemacht? Obwohl Softs ist besser, wenn es so ein bisschen feucht ist. Aber wenn du am Ende Softs hast, wenn die Strecke komplett trocken ist und du weniger Sprit im Tank hast, dann kommt es auch voran. Fahrer vor mir. Lag bei 1 Minute 26,8. Kurz solange ich sogar mit harten Reifen. Scheiße. Da kriegt er DRS. Ne, er geht in die Box. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,3 Ich habe irgendwie was verpasst, dass ich nur wen überholt habe. Ich war doch 14, 12. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Ich bin halt viel, viel langsamer mit den Reifen. Waren die schon vor mir in der Box?
Fahrer vor mir. Nani liegt hinter Ihnen. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,25,7. Fahrer vor mir. Jean liegt vor dir. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,26,8. Wir holen pro Runde etwa 9 Zehntel auf. Weiter so. Diese Kurve, ne? Du kommst über diese Kuppe und entweder rutscht dir die Karre weg. Ich muss mich hier so in diesen Rennen konzentrieren, damit meine Taktik aufgeht. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus! Da wollte ich zu viel in der Kurve. Bin schon Elfter. Ich frage mich, wann ich manchmal wen überhole, weil ich es total nicht mitkriege, wenn wirklich wer in der Box war. Da ist noch wer an der Box. Icon. Fahrer vor mir. Norris liegt vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,25,6. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Okay, davon geht nicht mehr in die Box. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,3 Sekunden. Am Ende Platz 14 gestartet, wenn ich mit Platz 10 ins Ziel komme. Nach dem schlechten Regenrennen, was ich da abgeliefert habe auf dieser Strecke hier. Scheiße.
mechanisches Problem. Das hätte ruhig Norris haben können. Das ist eine sehr, sehr lange Session. Ich glaube, das Rennen muss ich fast in drei Teile aufsplitten, ey. Das lag eher an meiner schlechten Performance. Seine Reifen lassen langsam auch nach. Bisschen später aufs Vollgas. Wow! Mann. Die Reifen brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Aber der schlechte Boxenstopp regt mich auf. Hat mich sicher einen Platz gekostet. Oder ein bisschen mehr Zeit sogar, weil ich hinter den hergucken musste. Platzierung habe ich ja mit 12 angegeben. Qualifying und Rennen. Und 10 sind trotzdem Punkte. Ich habe 2 Sekunden auf Kubat rausgeholt.
Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Alter, der ist jetzt schon im Ziel. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 14,4 Sekunden. Er hat 1,3 Sekunden aufgeholt. Was für ein tolles Rennen war das? Alter! Platz 10. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Oh, ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, Leclerc, den heutigen Sieger des Rennens. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter. Also immer ging es bei mir hoch. Keyword hat Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Sebastian Vettel ist definitiv meine erste Wahl. Hat sein Dings gehalten, ich bin 14, aber ich hätte einen Stopp weniger, gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Immerhin. Mercedes baut seine Führung weiter. Ein Punkt. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr Perez ist auch 14. Drei Stops, also das hat mir den Arsch gerettet. Zwei Stops hat auch nur Albon gemacht. Ein Lichtblick sind hat dem aber auch nicht viel gebracht. Also auf derselben Platz rausgekommen. Wieder mit am Start. Jo. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Wir haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Selbstdarstellung. Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Oh, scheiße. Danke für den Kommentar. Naja. Gucken wir uns das hier noch an. Tja, immer noch ein knappes Rennen gegen Perez, aber Rivalität gegen Hubert habe ich gewonnen. Jawohl. Da unten geht es halt nicht weiter Richtung Selbstdarstellung leider. Aber naja, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.